Jo und herzlich willkommen zu Teil 63 des Let's Plays GTA San Andreas mit Weakling-Praktikant Tommy und schon wieder einem Anruf? Hey, Tiny Bald Idiota! Catalina, hey, I know it's you. What's eating you, baby? I don't love you no more! Well, hey, let's just, hello? Geil, es ist einfach geil. Ich mag es. Wunderbar, wundervoll. Sehr schön. Ja, Flugplatz. Wir machen weiter. Ich meine, hat sich ja beim letzten Mal schon gezeigt, dass es schwierig ist. Und ich befürchte, das wird es bleiben, aber ich will eigentlich am liebsten die Flugplatzmissionen jetzt durchkriegen. Mal schauen, wie es weitergeht. Ah, what's Torino up to now? I'm feeling a little exposed here. What's your take on this? Damn! I thought them was your people. Listen, Carl, we've got a problem. Some traitors from another department think they can help the overseas situation by financing militaristic dictators in exchange for arms contracts. Hey, ain't that exactly what you do? Well, kind of, but we get to pick our dictators. Degenerates that we can control. We try to stay the hell away from these guys with principles, because that just muddies the waters. Yeah, okay. Okay, so, of course, these idiots have stolen a consignment of landmines and they plan to offload them in the Middle East and cause a little ruckus and everything else crazy and have a lot of problems. I mean, Carl, do you like maiming people? I'm curious. Maiming? Some people? Shit. Anyway, the point is, you and me, Carl, hey, we're the same. Now, yeah, it's a dirty job, but somebody's got to do it. But if you screw this up, it causes a tinderbox situation all over Latin America and the Middle East. Now, look, I spoke to the big man. You got clearance to eliminate these fuckers. How's that? Huh? Man, kill government agents? Kill Schmidl. Come on, don't look at it that way, will you? Think of it as pest control. It works for me. All right, come on. I can't stay here now. I'm too hip. I gotta go. Okay? I'm out of here. Oh Gott. Ja, ich erkenne die Problematik. Oh, ja, das war's dann wohl. Vermaledeit, okay. Gut, nicht gut. Abgefahren. Keine Ahnung, was geht hier schon wieder ab? Ich weiß auch gar nicht, kann ich das jetzt so durchziehen? Ich habe keine einzige Waffe, keine Rüstung, weil ich davon ausgegangen bin, dass wir jetzt irgendwie nur noch fliegen werden. Tja. Das ist echt knifflig. Ich gehe jetzt einfach nochmal hier in die Markierung und guck mal, ob ich in das Flugzeug reinkomme. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch darauf hinausläuft, dass ich okay, das hat geklappt. Ich könnte mir vorstellen, dass es darauf hinausläuft, dass ich noch eine Waffe brauche jetzt. Du sitzt im Flugzeug fest. Oh. Ja, okay. Ja, ja, ich, wie gesagt, ich hab's mir ja gedacht. Ich hab keine Schusswaffe. This doesn't concern you. Sorry. Steht der nochmal auf? Nee. Aber der hat auch keine Waffe. Ah. Traurig. Ja, ich meine, gut, Schusswaffen sollen wir ja eh nur mit Bedacht einsetzen, aber
trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das anders gedacht war. Oh, was? Ow. This endangers everything. Konnte doch auch irgendwie treten und so, oder? Ich bin mir relativ sicher. Platziere eine Rucksackbombe. Also wo? Jetzt einfach hier, oder wie? Dann springe mit dem Fallschirm ab. Hab ich doch jetzt richtig gelesen, oder? Platziere eine Rucksackbombe, dann springe aus dem Heck des Flugzeuges ab. Ja, okay, habe ich gemacht. Dann, boah, ach du Scheiße. Boah. Junge. Also, mal eine ganz interessante Frage. Weiß irgendjemand noch, wie das hier mit dem Fallschirm ging? Ich kann mich ehrlich gesagt an nichts erinnern. Boah. Krass. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt zu früh war, aber das ist mir völlig egal. Dann lieber jetzt hier eine Weile rumbaumeln und entspannt landen gleich, als dass es nachher zu knapp ist. Boah, heftig. Geile Mission. Da muss ich echt sagen, also die hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen jetzt. Ich meine, wir sind natürlich auch noch nicht durch, muss man fairerweise sagen. Weiß nicht genau, wo kann ich denn hier landen? Hier vielleicht. Soll ich die Beine noch irgendwie anziehen oder so? Ja, egal. Boah. Nice. Sehr cool. Ja, perfekt. Also im Moment würde ich jetzt noch sagen, das hätte kaum besser laufen können. Genau, das hatte ich mir jetzt auch gedacht, dass wir hier sind. Dann fahre ich jetzt zum Ammunition und dann kaufen wir doch mal wieder Zeug. Ich sehe dann zwar schon kommen, dass wir in der nächsten Mission dann doch wieder fliegen müssen. Und da wahrscheinlich üble Probleme kriegen. Aber darauf lasse ich es jetzt mal ankommen. Was war das? War das das Flugzeug? Keine Ahnung. Oh. Okay, besser nach vorne gucken auf der Straße. So. Dann kaufen wir uns hier doch mal eine kleine Ausrüstung. Da würde ich fast sagen, die SMG sollte es sein. Einmal. Ja, ich kaufe die nur einmal. Jetzt werden wir gleich doch fliegen müssen und das in die Hose geht, wovon ja fast auszugehen ist, dann werde ich mich eh ärgern. If the cops ask, you didn't get it here, okay? Alles klar. Ja.
Supi. Ausgezeichnet. Wow. Leute, ey. Die fahren hier aber auch. Das kann echt nicht wahr sein. Das kann wirklich nicht wahr sein. Also da in dieser Ecke beim Ammunition, das ist echt... Also das ist wirklich nicht normal. Könnten mal was essen vielleicht? Ach nee, hier kann man gar nicht essen, was? King Ring sieht eigentlich nett aus. Na gut. Lil Probe in. Hups, sorry, aber hier muss ich mal reingucken. Das sieht mir doch zu interessant aus. Cool. Ja, Knaller. Billard spielen oder wahrscheinlich kann man hier auch mit einer Schnalle ausgehen, wenn man denn eine hätte. Aber ich befürchte, da kriegen wir so schnell keine. Lady, vielleicht trinkst du einen mit mir? Naja, okay. Wir lassen es mal bleiben. Ich habe natürlich eh wieder Schiss wegen der Musik und deshalb laber ich hier auch so rum. Ah, wobei ich das ja eh die ganze Zeit tue. Laberababer. Ja. Ja, eine Freundin, da lief jetzt wirklich lange gar nichts mehr. Wir hatten ja nur die Lady in Los Santos, wo ich gestehen muss, dass ich tatsächlich den Namen vergessen habe. Ja, und ansonsten war da ja eigentlich niemand. Das ist schon auch sehr cool, mit so einem Ding hier durch die Gegend zu heizen. Ja, cool. Das war doch mal eine saubere Folge 63. Also hätte ich zwar selbst nicht mit gerechnet. Aber ich würde sagen, das hat gut geklappt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder in Verdant Meadows. Macht's gut. Ciao.